Also, Sie sollten warten, bis das Kind geboren ist und das Kind auch einen Namen hat. Und dann könnten Sie sich anmelden über das zentrale Anmeldesystem für Kindertageseinrichtungen oder bei der Kindertagesstätte. Oder Sie könnten eben auch sich an das Familienservicebüro wenden und dort auch den Antrag auf einen Rechtsanspruch stellen. Kinder haben einen Anspruch auf Betreuung vom ersten Lebensjahr an bis einschließlich zur Einschulung. Einen Antrag auf Betreuung sollten Sie beim Familienservicebüro auf alle Fälle drei Monate vor der Betreuung stellen, wenn es um die Einlösung des Rechtsanspruchs geht. Musik Ein Betreuungsangebot gibt es für Kinder von 0 bis 3 Jahren in der Krippe und in der Tagespflege. Für Kinder im Alter von 3 bis zur Einschulung im Kindergarten. Und ab dem Schulalter gibt es Betreuungsangebote im Hort oder aber auch in der Ganztagsschule. Eine Ferienbetreuung wird angeboten von Ganztagsschulen und äh, über die Ferienbetreuungsbörse der Landeshauptstadt Hannover können Eltern auch weitere Ferienangebote finden. Wenn Sie eine Ferienbetreuung suchen, dann schauen Sie bitte unter www.ferienbörse-hannover.de bei der Suche nach einem Kindergarten schauen Sie unter www.kinderbetreuung-hannover.de und wenn Sie Fragen haben zum Rechtsanspruch oder auch Kinderbetreuung und Tagespflege suchen, dann unter www.familienservicebüro-hannover.de. Wenn Sie ein geringes Einkommen haben, wenden Sie sich an Ihre Kindertageseinrichtung oder an den Fachbereich Jugend und Familie. Dort können Sie einen Antrag stellen auf Ermäßigung des Elternbeitrages. Sie können sich auch an das Familienservicebüro wenden. Wenn für Sie die Ermäßigung bewilligt wurde, ist für Sie nur noch das Essensgeld erforderlich. Musik Wenn Sie schwanger sind oder ein Kind bekommen haben, können viele Unsicherheiten entstanden sein, neben den schönen Momenten, die natürlich auch da sind. Es können emotionale Fragen sein, es können finanzielle Fragen sein, und wir möchten Ihnen da gerne ein bisschen Klarheit geben. Für studentische Familien gibt es viel staatliche Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Kindergeld, Elterngeld, Kinderzuschlag, gegebenenfalls Unterhaltsvorschuss, Mutterschaftsgeld, spezielle Regelungen im BAföG, Wohngeld. Jetzt gleich möchte ich Ihnen gerne Kindergeld und Elterngeld etwas näher vorstellen. Eltern bekommen für ihre Kinder Kindergeld. Die Höhe des Kindergeldes wird immer mal wieder angepasst. Die aktuellen Beträge finden Sie unter anderem bei uns auf der Homepage. Kindergeld wird in der Regel bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Wenn Sie in einer Ausbildung sind, kann es auch bis zum 25. Lebensjahr gezahlt werden. Das Kindergeld beantragt wird nach der Geburt bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit. Eine weitere staatliche Unterstützungsmöglichkeit ist das Elterngeld. Elterngeld gibt es in drei Varianten. Es gibt das Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsmonate. Die Höhe des Elterngeldes errechnet sich aus dem Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt. Nichterwerbstätige oder auch Studierende erhalten beim Elterngeld einen Sockelbetrag. Das heißt, für diesen Sockelbetrag beim Elterngeld brauchen sie nicht vorher ein bestimmtes Einkommen zu haben. Zum Elterngeld gibt es gegebenenfalls auch einen Geschwisterbonus oder einen Mehrlingszuschlag. Die Dauer des Elterngeldes ist in der Regel zwölf Monate plus gegebenenfalls zwei Partnerschaftsmonate und wenn Sie alleinerziehend sind, gibt es bis zu 14 Monaten Elterngeld. Es ist möglich, neben dem Elterngeldbezug zu arbeiten. Das können auch beide Eltern machen, das Einkommen wird dann aber auf das Elterngeld angerechnet. Sie beantragen das Elterngeld bei der Elterngeldstelle in der Stadt Hannover. Neben Kindergeld und Elterngeld gibt es auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten. Bei Fragen dazu wenden Sie sich gerne an die Sozialberatung. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Schwangerschaft und Studium oder Kindererziehung und Studium zu vereinbaren, können Sie sich beurlauben lassen. Während der Beurlaubungszeit können Sie allerdings keine Prüfungsleistungen erbringen. Ihr Studierendenstatus bleibt aber erhalten. Sie bekommen dann aber auch kein BAföG. Gegebenenfalls können Sie Bürgergeld beantragen. Die Beurlaubung beantragen Sie über Ihre jeweilige Hochschule. Die Formulare dafür gibt es beim Immatrikulationsamt. E Wenn Ihre Eltern für Sie Kindergeld erhalten, bekommen Sie das nicht, während Sie beurlaubt sind. Das Mutterschutzgesetz gilt nicht nur für berufstätige Mütter, sondern auch für Studentinnen. Die Mutterschutzzeit umfasst in der Regel sechs Wochen vor der Geburt bis acht Wochen nach der Geburt. In der Mutterschutzzeit stehen Mütter unter einem besonderen Schutz, auch Studentinnen. Wenn Sie trotzdem aber freiwillig Prüfungsleistungen ablegen wollen oder an Veranstaltungen der Hochschule teilnehmen möchten, ist das okay. Wenn Sie einen Verdienstausfall haben während der Mutterschutzzeit, gibt es Mutterschaftsgeld. Sie beantragen es bei Ihrer Krankenkasse. Wenn Sie familienversichert und geringfügig beschäftigt sind oder Sie sind privat versichert, beantragen Sie das Mutterschaftsgeld beim Bundesamt für soziale Sicherung in Bonn. Kinder sind in der Regel über ihre Mutter gesetzlich beitragsfrei familienversichert. Manchmal kann es auch sein, dass Kinder über die Großeltern familienversichert sind. Das ist dann so, wenn sie selber noch familienversichert bei ihren Eltern sind. Wenn Sie Fragen sonst dazu haben, melden Sie sich einfach bei Ihrer eigenen Krankenkasse. Privatversicherte Studierende sollten ebenfalls bei ihrer eigenen Krankenkasse anrufen, da es dort spezielle Regelungen gibt. Wenn einmal alle Stricke reißen, bei der Betreuung ihrer Kinder, dann betreuen wir ihre Kinder mit der Flux-Notfallbetreuung an einem zentralen Ort oder bei ihnen zu Hause. Das kostet für Studierende 2 Euro anstelle von 5. Das Studentenwerk möchte studentische Familien unterstützen und hat deswegen auch die MensaCard Kids ins Leben gerufen. Mit der mensa Kids können Kinder zwischen zehn Monaten und 12 Jahren kostenfrei in einer Mensa des Studentenwerks Hannovers essen. Ein Elternteil muss dabei eine vollständige Mahlzeit bezahlen und das Kind ist dann einfach kostenfrei mit. Die Mensa Card Kids bekommen Sie in der Hauptmensa, nehmen Sie einfach Ihre E-Bescheinigung und die Geburtsurkunde mit. Dies war ein kleiner Einblick in die Unterstützungsmöglichkeiten zum Thema Studieren mit Kind. Die Möglichkeiten sind so individuell und vielfältig, so wie Sie auch. Wenn Sie Orientierung dabei brauchen, wenden Sie sich gerne an uns in der Sozialberatung im Studentenwerk Hannover. Wir freuen uns auf Sie.